Danke sehr. Schönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen zur Heute-Show. Schön, dass Sie dabei sind. Wie fange ich das jetzt an? Wie fangen wir heute mal an? Der Anfang von so einer Show ist immer, müssen Sie wissen, ein neuralgischer Punkt. Da muss wirklich alles klappen. Da darf man keine Fehler machen. Vielleicht frage ich einfach mal einen der ganz, ganz Großen um Rat. Also hier die Liga Mario Barth oder Fips Asmussen oder er hier vielleicht. Wenn Sie es nicht geschafft haben, nach 15 Sekunden den Saal zum Lachen zu bringen, dann gehen Sie am besten von der Bühne runter. Was? Nur 15 Sekunden? Verdammt. Warte mal. Okay, warte. Also, ein Rabbi, ein Heimkind und Bischof Mixer sitzen auf einer einsamen Insel. Nee, der ist nicht gut. Verdammt. Ah, Mist, ich habe mein Furzkissen nicht mitgebracht. So, nee, pass auf, ich hab einen. Ein Grieche, ein Portugiese und ein Italiener gehen in den Puff. Wer zahlt? Deutschland! Das war knapp. Vielen Dank, Onkel Jürgen, für den goldenen Tipp. Sie haben es sicherlich mitbekommen, das putzige Mittelmeervölkchen der Griechen hat ein paar kleinere Schwierigkeiten finanzieller Natur. Also im Grunde keine große Sache. Mühschulden quasi. Trotzdem ist die Situation derartig verworren. Vielleicht kann uns das ein führender Wirtschaftsexperte aus Griechenland mal erklären. Wir sind noch nicht pleite, aber wir... Das kommt noch. Aha, ja, vielen Dank. Der griechische Finanzminister Yannis Bankrottos. Griechenland ist aber nicht nur pleite, der Staat bekommt leider auch keine privaten Darlehen mehr, weil eine Ratingagentur die Kreditwürdigkeit runtergestuft hat und zwar auf den Status, ja, wie würden Ökonomen das jetzt ausdrücken, beschissen. Na, Ramsch-Status heißt das tatsächlich ganz offiziell und ich erkläre Ihnen das jetzt mal anschaulich anhand von Gebrauchtwagen. Dieses Auto entspricht der Kreditwürdigkeit von Deutschland. Das ist Top-Zustand, da würde eine Ratingagentur sagen, A+, sofort kaufen. Das hier wäre jetzt ein finanziell nicht mehr ganz so dolles Land, sagen wir mal Italien. Nicht schön, aber es fährt. Wenn Griechenland ein Gebrauchtwagen wäre, dann sähe der so aus. Ja, das sehen Sie, Reparatur lohnt sich da nicht mehr so richtig. Ich würde sagen, einfach anschieben und langsam in die Ägäis rollen lassen. Wie viel Geld braucht Griechenland? Das wird derzeit vor Ort von Experten des Internationalen Währungsfonds ermittelt. Zurzeit sind Hilfen von 45 Milliarden Euro im Gespräch für das laufende Jahr. Ja genau, für das laufende Jahr heißt im nächsten Jahr wieder und im übernächsten. So lange, bis die Griechen vernünftig wirtschaften. Also für immer. Aber jetzt ist April und jetzt zahlen wir brav für Griechenland. Und demnächst für Portugal, wie es aussieht. Und für Spanien. Oh Gott. Das Einzige, was jetzt noch hilft, ist hoffen. Und ablenken natürlich. Schnell, wir brauchen Opium fürs Volk. Hoffen wir, dass die Hilfe wirkt. Hoffen wir, dass unsere Währung stabil bleibt. Das ist es, was die Menschen erwarten. Und jetzt weiter mit entspannendem Programm. Forsthaus Falkenau. Ja. Klingt nach April 45. Der Russe steht vor Berlin. Aber jetzt erstmal ein heiteres Lustspiel mit Marika Röck und Heinz Rühmann. Andererseits, Angela Merkel behauptet ja weiter steif und fest, die Griechen bekämen nur Geld von uns, wenn sie in ihrem kaputten Staat was ändern. Wir schalten mal live zu unserem Insolvenzexperten Christian Ehring. Christian, ein fröhliches Kalispera nach Athen. Was? Ja, das ist griechisch und heißt guten Abend. Ach, interessant. Ja, Ehring, Sie sind unser Griechenland-Korrespondent und können kein Wort griechisch, oder wie? Oliver, wir überweisen den bankrotten Vögeln hier bald 8 Milliarden Euro. Ich finde, da können die ruhig mal Deutsch lernen. Guten Abend aus Athen. Nee, wirklich jetzt. Also, dass Sie da klatschen. Christian, ich bin ja für Häme immer zu haben, aber die Griechen sind ein stolzes Volk. Das muss sie doch wahnsinnig Überwindung gekostet haben, uns um Geld anzubetteln. Überwindung? Von wegen. Schauen Sie bitte mal hier. In dürren drei Zeilen bittet Griechenland um 45 Milliarden Euro. Hm? Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. PS, wäre schön, wenn das Geld bis Montag da wäre. Tschö mit Ö. Was? Drei hingerotzte Zeilen und dafür gibt's 45 Milliarden? Für die Summe muss Ribéry fast 2 Stunden Fußball spielen. Gehört die Korruption denn immer noch zum griechischen Alltag? Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Das betrifft ja nicht alle Lebensbereiche. Da muss man durchaus differenzieren. Gerade wir Deutschen pflegen ja gerne unsere Vorurteile. Christian, ich weiß nicht, irgendwie sind Sie auf einmal sehr unscharf bei mir. Oh ja. Moment, ja, das ist mein Fehler. Sorry, ich habe vergessen, meinen griechischen Kameramann zu schmieren. Der stellt mich dann immer unscharf. Moment mal.
Hier, Hasse. Das ist ja unglaublich. Das zahlen Sie mal schön privat, Ehring. Ja, ist ja egal. Wie hart muss denn jetzt gespart werden? Brutal hart. Das Haushaltsdefizit beträgt gewaltige 13,6%. Und wenn Sie dann eine Volkswirtschaft haben, die praktisch nur auf Schafskäse basiert, dann ist klar, dass Sie ökonomisch... Entschuldigung, wer ist denn das jetzt schon wieder? Sorry, das ist Vassili, unser Tontechniker. Der ist jetzt sauer, weil ich dem Kameramann Geld gegeben habe und ihm nicht. Nee, also Erik, jetzt reicht's mal wirklich. Sie geben dem Vassili jetzt kein Geld. Ja. Irgendwer muss ja mal anfangen, sonst lernen die Griechen das nie. Wahrscheinlich haben Sie recht. Sorry, Vassili, no fuck a lucky this time. Ja? An die Arbeit, geh weg. Ne? Jammers. Sehr gut. Ja, genau. Sehr gut, Ehring. Sehr gut. Tonmann weggeschickt. Wo war ich? Ah ja, 13,6% Staatsdefizit. In absoluten Zahlen sind das 273 Milliarden Euro Schulden. Das ist ein Fass ohne Boden. Niemand weiß, wie die das zurückzahlen wollen. Und die EU wäre gut beraten, wenn... Was soll das? Das ist total unprofessionell jetzt. Macht meine Stimme wieder normal. Oder ihr seid alle gefeuert hier. Nee, jetzt hab ich echt keinen Bock mehr. Also... Ich auch nicht. Christian Ehring, meine Damen und Herren. Vielen Dank nach Athen. Das war, darf ich Ihnen sagen, eine gute Woche für unsere kleine Sendung. Denn Sie müssen sich vorstellen, so wie die Christen in aller Welt sich auf Ostern freuen, so freuen sich ja die Macher von Satire-Sendungen auf was? Richtig, auf Bundesparteitage der FDP. In Köln trafen sich die Liberalen und ich muss sagen, für mich hat es fast schon was Rührendes, wie die sich weiter an ihre absurden Wahlversprechen klammern. An die ja längst keiner mehr glaubt. Die alte Steuerleier hier. Und was wir in dieser Legislaturperiode nicht umsetzen können, setzen wir dann in der nächsten Legislaturperiode um. Und wenn es sein muss, in der dritten nächsten Legislaturperiode. Oder in der vierten nächsten oder in der fünften oder nächsten Mittwoch oder nie, aber wir machen das. Ja, ich muss sagen, ich find's fast tragisch. Die haben kein anderes Thema. Abgesehen natürlich von Guido Westerwelle. Der kümmert sich neuerdings um alles, was klein ist oder so mittel. Wir konzentrieren uns jetzt auf eine Entlastung der Mittelschicht. Der kleinen und mittleren Einkommen. Der kleinen Einkommen. Mittleren. Kleinen Einkommen. Mittleren und mittleren. Kleinen Einkommen. Das haben wir uns vorgenommen und das werden wir auch gemeinsam durchsetzen. Ja, ist angekommen. Mann, wie ein Plattenspieler, bei dem die Nadel hängen geblieben ist. Die goldene Regel, was man 30.000 Mal sagt, stimmt dann irgendwann auch. Schreiben Sie es bitte auf. Die FDP ist neuerdings eine kleine Leutepartei. Und für alle kleinen und mittleren Fans der Heute-Show fasst Hermann Otto Solms jetzt nochmal die ganze Steuerproblematik sehr kompakt zusammen. Das konkrete Inhalt jetzt ist mit nicht geringen, egal ob, weil sonst auch andere anfangen den Vertrag, das ist doch völlig selbstständig. Selbstverständlich. Wenn's Steuerlinie gibt drastischen die Wettbewerbsfähigkeit. Ich bin gespannt. Ich dahin das Auto, das Kfz. Aber da muss schon sagen, so kann es nicht weitergehen. Was sagt man dazu? Professor Hastig möchte im Seniorenparadies abgeholt werden. Ja, so viel zum Seniorenflügel der FDP. Jetzt kommen wir aber mal zum Shootingstar. Christian Gott bin ich geil Lindner. Nach brillanter Rede mit, warten Sie mal, 95,6% zum Generalsekretär der FDP gewählt. Und trotzdem, das ist für mich das Faszinierende, auf dem Teppich geblieben. Die Tat ist stärker als das Wort, stärker auch als das geschriebene Wort, meine Damen und Herren. Meine Fresse, nehmt euch ein Zimmer! Aber Sie merken, der Lindner hat wirklich von den ganz Großen aus dem Showbusiness gelernt. Ne? Da ist schon ein Hauch von Gottschalk drin. Also, mein Lieber, Respekt, Servus, hallo Erfurt! Aber auch natürlich ein Hauch von, wir haben doch keine Zeit, hat er alles drauf. Und die liberalen Groupies, die sind schier ausgerastet bei Lindners Rede, wir haben es gerade gesehen.
Also gut, jetzt 95,6 kriegt nicht mal Kim Jong-il hin. Aber trotzdem, kein Grund, den Typen gleich heilig zu sprechen, meine ich. Ui, da ist er, St. Christian persönlich, auf meinem unwürdigen Schreibtisch. Der hat mein Wasser in Wodka verwandelt. Oh, das muss er übrigens auch immer für Rainer Brüderle machen. Aber das nur am Rande. Ja, auf diesen Erlöser hat die FDP gewartet. Denn wenn überhaupt einer den recht desolaten Start von Schwarz-Gelb schönreden kann, dann Christus Lindner. Der Start der neuen Koalition, war... Scheiße. Das Hinterletzte unter aller Sau, fallen einem so viele Vokabeln ein. Aber welche wählt Rhetorikgott Lindner? Der Start der neuen Koalition war... Aber das wissen wir auch selber. Hat er clever gelöst. Ein Genie. Ein Genie, der Mann. Ein Genie gefangen im Körper eines Klassensprechers. Politik kann eben doch sexy sein. Und ich verstehe, muss ich auch sagen, die ganze Politikverdrossenheit ohnehin nicht. Gerade die FDP, die ja an allen Fronten gegen zu viel Bürokratie kämpft, macht auf ihren Parteitagen Politik zum Mitfiebern. Und zwar für jedermann verständlich. Das Problem des vorliegenden JMStV in der Zeile 37 in der jetzigen Fassung. Auf Seite 4. In Zeile 2 bis in Zeile 8. Ab Zeile 35. Im Antrag L2. Der Zeile 35. 28 übernehmen, 27 damit konsumiert. Das heißt. Das ist eine Frage der Parteiorganisation. Genau! Rudolf Rentschler. Kennen Sie? Rudolf Rentschler, auch bekannt als die Drohne Willi. Dieser Mann ist nach wie vor wirklich die einzige Stimme der Vernunft in der FDP. Und daher erteilen wir ihm jetzt nochmal das Wort, und zwar zum Thema neues Steuerkonzept der FDP. Allerdings frage ich mich, das haben wir jetzt seit ein paar Tagen auf den Tisch. Das hätten wir doch schon ein bisschen früher haben können. Warum dauert es so lang und warum kommt es so spät? Sehr gute Frage, absolut. Von Rennschwein Rudi Rentschler. Sehr gut. Ich habe gerade überlegt, soll ich mir die Haare auch mal so nach vorne kämmen? Ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, auch wenn die FDP glaubt, ihre Steuersenkungen würden die Krise in Deutschland bald wegfegen, in manchen Teilen des Landes herrscht nicht wirklich Aufbruchsstimmung. Eher Abbruchstimmung, wenn man ehrlich ist. Aus Dessau zum Beispiel ziehen immer mehr Menschen weg. Ja, die Stadt beginnt tatsächlich mit dem Rückbau, und zwar journalistisch begleitet von Olaf Schubert. Immer mehr Menschen wandern vom Osten in den Westen. Wer bleibt hier? Es sind die Mirkos, die Ronnies, die Hannelores, die bleiben aber auch nur hier, weil sie nicht wissen, wo der Westen ist. Die Folge, die Städte sterben aus. Hier, Dessau muss zurückgebaut werden. Wo fängt man damit an? Ja, am besten überall. Wo hört man jedoch auf? Ich würde mal sagen, dort. Die braunen Häuser, die kommen weg. Die gelben fallen zusammen. Und die Weißen sind schon fort. Dann entsteht Platz, Raum für Neues. Wäre es nicht aber auch eine Variante, Grundstückspreise werden immer teurer, dass man die frei gewordenen Grundstücksflächen exportiert in Ballungszentren nach Berlin? Das geht nicht. So ist es leider allzu oft. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt hinkt meinen Visionen hinterher. Hier, wo ich jetzt stehe, standen früher Häuser. Hier, wo einst die Häuser standen, ist jetzt Raum. Raum für mich und andere, die weg sind. Auch hier Platz. Man muss wieder näher zusammenrücken. Ja, das ist sie, die Sachsen-Anhaltinische Schrumpfungskommission. Und ja, die drei Herren liegen gut im Kurs. Bei dem mittleren Teilnehmer ist natürlich erstmal der Kopf ein bisschen geschrumpft, aber auch der Rest wird ihn schon noch tangieren. Der Klügere schrumpft vor. Hier, unter den Augen der Öffentlichkeit, wird ein Haus verschott. Im Morgengrauen, ohne Kondolenz,
einfach so. Hier im Hintergrund sieht man natürlich ein besonderes Experiment. Hier ist eine ganze Straße rausgenommen worden. Werden die dann auch umbenannt? Also zum Beispiel die Konrad-Adenauer-Straße in ehemalige Konrad-Adenauer-Straße? Das ist eine gute Anregung, bisher noch nicht. Das heißt ja jetzt einfach Fahrradweg. Tja, es kann natürlich auch sein, dass Dessau ein einziges Missverständnis ist, ne? Vielleicht hätte es nie gebaut werden sollen oder woanders. Aber bekanntlich stirbt die Hoffnung ja zuletzt. Vielen Dank nach Dessau an unseren Rückbauexperten Olaf Schubert. Nur noch 9 Tage bis zur Wahl in Nordrhein-Westfalen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Manche Umfragen behaupten, die SPD könnte tatsächlich wieder an die Macht kommen. Das halten Sie für absurd? Da sage ich Vorsicht, man hat schon Pferde kotzen sehen. Oder haben die geköttelt? Ja, die heiße Phase des Wahlkampfs beginnt und vergangenen Montag gab es ein TV-Duell mit Hannelore Kraft und Jürgen Rüttgers. Haben Sie es gesehen? Wow, 60 Minuten wütete die epische Redeschlacht. Aber wer hat da gepunktet? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich bin eingeschlafen. Fragen wir daher unsere Demoskopie-Expertin Tina Hausten. Tina, wie kam die Sendung beim Wahlvolk an? Nun, zusammenfassend könnte man sagen, gar nicht, Oliver. Ich meine, das Duell lief beim WDR und naja, den guckt ja leider kein Schwein. Aber trotzdem, immerhin 63% der Befragten antworteten, ich fand das TV-Duell spannend, aber wer zum Teufel waren denn die Frau ohne Kinn und der Opa mit dem Sprachfehler? Und die restlichen 37%, die meinten, gar nicht so übel die Folge, aber ich fand unser Charlie viel besser, als der Affe noch mitgespielt hat. Ja, das ist ja alles mal wieder wahnsinnig aufschlussreich. Hat denn das TV-Duell einem von beiden irgendwie genutzt? Eher irgendwie geschadet, Oliver, und zwar beiden. Hannelore Kraft hat bei dem Thema Regieren mit den Linken wieder mal ewig rumgeeiert und Jürgen Rüttgers hat sogar gelogen. Bitte? Gelogen? Der Ministerpräsident? Oh ja, aber hallo, hören Sie selbst. Nordrhein-Westfalen ist ein wunderschönes Land. Oliver, und so etwas sagt er, ohne dabei rot zu werden. Hut ab. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht, und zwar Fotos aus Bottrop, Oberhausen und Unna. Wunderschön. Mhm. Alles klar, Herr Rüttgers. Und Rainer Kallmund ist gerbenschlank. Tina, ja, das sind aber jetzt ja doch mehr Geschmacksfragen, finde ich. Ach, was Blödsinn, Papalapap. Das war doch nur eine von vielen Unwahrheiten, Oliver. Ich habe während des Duells einfach mal einen sogenannten Lügenzähler bei Herrn Rüttgers mitlaufen lassen. Sehen Sie sich das doch bitte mal an. Nordrhein-Westfalen ist ein wunderschönes Land. Nordrhein-Westfalen ist ein starkes Land. Nordrhein-Westfalen ist ein Land, das große Chancen hat. Die CDU macht Politik für alle Menschen in Nordrhein-Westfalen. In der Politik gibt es viele kluge Leute und viele engagierte Leute. Deshalb bin ich auch zuversichtlich, ja eigentlich sicher, dass wir die Wahl auch am 9. Mai gewinnen. Da fragt man sich doch, für wie blöd hält er die Leute eigentlich? Ja, ich muss zugeben, das war schon schockierend. Ist das vielleicht auch genau der Grund, warum die Wähler den Politikern nicht mehr zuhören, Tina? Entschuldigung, ich habe Sie nicht gehört. Ja, ist nicht schlimm, aber dass den Politikern keiner mehr zuhört vor lauter Langeweile, das ist schon ein Problem. Und genau deshalb, liebe Zuschauer, bietet Ihnen die Heute-Show ab sofort einen neuen tollen Service. Falls Sie auch keine Lust oder keine Zeit haben, Politikern im Fernsehen zuzuhören, übersetzt Tina Hausten das Gesagte in Gebärden. Tina? Ja? Ach so, kleinen Moment. Film ab. Ich mache mir einmal große Sorgen um die Stabilität unserer Währung, denn die Griechen sind ja mit uns im Euroraum. Und daraus ergeben sich Handlungsnotwendigkeiten. Ich würde allerdings genauer hinschauen, wer am Ende dann die Zeche bezahlt, wenn dort Hilfen geleistet werden. Denn die Banken sind mal wieder zum zweiten Mal in der Zockerei mittendrin dabei gewesen. Sie haben gut daran verdient und ich finde, wenn es Unterstützungsleistungen für Griechenland gibt, dann unter ganz harten Bedingungen und dann müssen auch diejenigen sich daran beteiligen, die daran auch im Vorfeld verdient haben. Tina Hausten, meine Damen und Herren, vielen Dank für diesen neuen Heute-Show-Service. Aber
Unsere Politiker wissen natürlich, dass es auch Wichtigeres gibt, als in bunt beleuchteten Industrieruinen vor Fernsehkameras rumzuhängen. Rausgehen ist gefragt, echte Menschen treffen und natürlich Verständnis heucheln. Passen Sie gut drauf auf. Wie alt sind die? 7, 4 und 5. Und vorne und hinten reicht das Geld nicht, ne? Das ist bestimmt nicht schön, ne? So arm sein und ständig einen Braten in der Röhre, wa? Von wie viele Wemser sind die Blagen denn? Also schon allein die Kraftfrage. Vorne und hinten reicht das Geld nicht, ne? Was soll die arme Frau da antworten? Doch klar, uns geht's super. Mein Mann ist Bankvorstand und wir holen unser Brot nur zum Spaß bei der Tafel. Ist Ihnen das mal aufgefallen, dass Hannelore Kraft immer in den Ruhrpott-Dialekt fällt, sobald sie es mit echten Menschen zu tun hat? Hier. Die CDU, die macht jeden Tag 3 Presseerklärungen. Die Kraft soll endlich erklären, dass sie mit den Linken niemals nie macht. Ich will die nicht. Ich habe auch mit denen inhaltlich überhaupt nichts am Kopf. Hab mit denen nichts am Kopf? Hör mal. Hör mal. Woran erinnert mich die Kraft da? Woran erinnert die mich? Ah, ja, genau. Natürlich. Ja. Ja, Atze Kraft. Alias Hannelore Techtmeier. Die Frau mit der Rot-Rot-Grün-Schwäche. Was hat die eigentlich vor im Fall eines Wahlsieges? Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich möchte gern, dass Nordrhein-Westfalen wieder erfolgreicher, gerechter und sozialer wird. Und das heißt für mich, wir fangen bei den Kindern an. Wir dürfen kein Kind mehr zurücklassen. Oh nein, das war ja aus Versehen Hochdeutsch. Ich übersetze das mal für Sie in Ruhrpott. Jetzt pass mal auf, ihr Passerlacken. Was ich will, dann ist das der ganze Bums hier, wie wir hier sitzen. Einen Satz nach oben macht, dass euch Kapeiken die Fliesen von der Wände knallen. Jetzt reden wir mal Tantalus hier. Das fängt mit den Blagen an. Bei mir bleibt kein Köttel auf der Strecke. Ist das wohl klar? Ob das klar ist, ihr Kufjucken? So geht Wahlkampf. So geht Wahlkampf. Außer natürlich in Polit-Talkshows. Da gilt im Grunde nur ein Merksatz, wer zu leise spricht oder irgendwen ausreden lässt, hat schon verloren. Auch bei Maybrit Illner. Steht hier im Programm dran. Ah, jetzt kommt, wieder der alte Krempel, den haben wir schon vor 30 Jahren diskutiert, als wir an der Universität aber Ihre Frau Merkel hat jetzt Volkseigentum gefordert, nicht wir bei Opel. Wir wollen bei Opel lieber Belegschaftseigentum. Und hier ist die Frau, die sich sowas jeden Donnerstag anhören muss. Maybrit Illner, herzlich willkommen. Du hast es nicht einfach. Maybrit Illner, jeden Donnerstag. Wir machen das jetzt besser, oder? Wir reden nicht so viel durcheinander. Wir schreien auch nicht so. Aber es ist ja wirklich gerade in Wahlkampfzeiten, es ist ja jetzt eine Unsitte geworden. Manchmal sind es ja auch 3, 4, die da affenartig durcheinander brüllen. Das nervt doch tierisch als Moderator, oder? Stimmt, also da hört man 1,30 zu. Und denkt, ist es jetzt ein Spielfilm und Dolby Surround? Oder merken Sie es selber, dass man natürlich als Zuschauer und Zuhörer nicht mehr folgen kann? Und dann gibt es verschiedene Hilfsmittel. Also zum Beispiel? Stimme erheben für eine Frau ist eher unglücklich. Weil? Also, weil wenn wir laut werden, geht automatisch die Stimme nach oben und das klingt immer ein bisschen hysterisch. Ihr geht in diese Hochfrequenzen, die nur noch Hunde hören dann, ne? Ja. Manchmal hilft auch Jodeln. Echt? Wie geht das denn? Naja, wie geht Jodeln? Ja, Entschuldigung, ich komme aus Ostwestfalen, was weiß ich, wie man jodelt. Jolalady. Ja, dann ist Ruhe im Saal, das glaube ich gerne. Was? Weil damit rechnen sie nicht und dann denken die, funktioniert die Illner dreht durch. Jetzt, genau. Und dann möchten irgendwie alle wieder mit dabei sein. Also gerade im Wahlkampf gibt es natürlich wirklich verbale Schlachten in deiner Sendung, ist ja klar. Dafür unter anderem gibt es ja auch die Sendung. Aber wir haben festgestellt, nachdem wir uns viele, viele Folgen eurer Sendung angeguckt haben, dass manchmal auch sehr subtil nonverbale Botschaften ausgetauscht werden. Ja, schau mal hier. Schlecht dargestellt, jetzt den Vizekanzler Tiefensee mit der Bahn. Wesentlich erweiterte Kurzarbeitergeldregelung schafft uns die Brücke in die Beschäftigung, sonst hätten wir hier schon wesentlich höhere Arbeitslosenzahlen. Das kriegst du gar nicht mit, sonst wärst du ja eingeschritten, oder? Ich habe nicht Stopp gesagt. Genau. Der hier. Oh, man hat sich, glaube ich, einfach nicht unter Kontrolle. Wir haben, wo du es selber ansprichst, auch bei dir, eine lustige Marotte festgestellt. Und zwar, als du mal Frau Merkel zu Gast hattest, war gleichzeitig so eine Art Echo im Studio. Hier. Wir können doch jetzt nicht in Deutschland, wo alle Länder ihren Unternehmen helfen, gar nichts tun. Sie haben ja eben darauf hingewiesen, dass ich jetzt die Volkspartei schon 9 Jahre auch als Parteivorsitzende führen darf. Und das ist doch die ganz komplizierte Aufgabe, dass wir im Augenblick Dinge tun müssen, die wir in normalen Zeiten nicht tun, nicht würden. Ein Echo! Manchmal, ja, das ist wirklich, also offensichtlich bin auch ich dann so ungeduldig. Wolltest du der Merkel vorsagen? Nein, ich wollte natürlich
vielleicht war sie dann schon in der achten Zeile eines Satzes. Ja, aber es heißt immer wieder, dass unsere Kanzlerin ohne Kameras und ohne Journalisten in der Nähe richtig Humor hat. Das ist jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, außerhalb meiner Vorstellungskraft. Aber nein, sie wirkt halt nicht so. Aber du hast sie ja wahrscheinlich auch mal in anderen Situationen erlebt. Ist da wirklich eine versteckte Humoristin in Angela, die raus will in Wirklichkeit? Ja, also ich glaube, sie hat für sich beschlossen, dass sie bei öffentlichen Auftritten irgendwie diese Seite eher zudeckt von sich. Aber sie hat wirklich einen richtig guten Humor, um nicht zu sagen einen schwarzen. Du solltest sie einladen. Ich habe so ein Gefühl, als würde die nicht kommen, aber wir werden das tun. Vielleicht kannst du die mal für uns. Dir vertraut sie doch, oder? Ich bitte dich. Sag mal, der Welk ist in Ordnung, der tut nichts, der will nur spielen. Ja. Das der würde mir sehr helfen. Filme. Der hat so schöne Filme. Vielleicht finden wir auch noch was über Frau Merkel. Manchmal kommt sie ja vor bei uns. Jetzt hast du jeden Donnerstag dieses Geschrei um dich rum von diesen Alpha-Tieren. Aber du weißt es auf eine Art zu schätzen, weil du hast ja ganz anders angefangen im ZDF. Die harte Schule, Morgenmagazin, Frühstücksfernsehen. Ich habe es auch mal eine Zeit lang gemacht, 3.30 Uhr aufstehen und 5 Tage die Woche gute Laune heucheln. Das ist bretthart. Schlimm. Ist dir das auch schwer gefallen? Also ab Donnerstag war ich so unleidlich. Absolut. Man steht im Grunde schon ab Mittwoch in Dreierreihe neben sich. Man weiß nicht mehr, wo man wohnt, wie man heißt und macht trotzdem weiter. Und ansonsten 3 Stunden, da passieren lauter Sachen, die eigentlich nicht passieren sollen. Und dann besteht die große Gabe der Rede darin, zu verbalisieren, was gerade wieder in die Hose gegangen ist. Aber es ist eine super Schule für alle späteren Live-Sendungen, oder? So, also alle Scheinwerfer, die ausgehen, Gäste, die nicht kommen, Stühle, die leer bleiben. Da passiert einfach alles. Da fällt eine Deko runter, ein Moderator setzt sich vor den Stuhl und liegt im Grunde auf dem Boden. Herr Frey war das damals. Ein anderer Moderator winkt den Prompter ran und sagt, ey, komm mal rüber und ist schon im Ort. Habt ihr mit Prompter gearbeitet? Bisschen. Das lehne ich ja ab, muss ich sagen. Das ist ja schlimm. Aber nein, es ist in jedem Fall eine gute Schule. Wenn du mal wieder jetzt demnächst donnerstags da in deinem Studio sitzt und die alle durcheinander schreien und du denkst, warum habe ich das gemacht, warum tue ich mir das an? Denk dran, im Morgenmagazin war es auch nicht immer so viel schöner. Auch da musstest du allerhand einstecken, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, jetzt sind wir da aber neugierig. Jetzt kommt gleich das Wetter. Vorab schon mal ein paar Bilder, was Wetter wieder... Hilfe! Oh! Oh! So hatten wir das nicht besprochen, Kinder. Sag mal, wer war denn das? Lauter Kinder. Ach so, die kann man ja dann nicht feuern in der. Das ist auch Glück. Ich dachte, das wäre ein Mitarbeiter. Aber Glück, dass du kein Glasauge hast, das ist ja nicht ungefährlich. Aber darum machen wir jetzt, glaube ich, so. Ja. Maybrit, dann wünsche ich dir, dass es dir auch in Zukunft immer gelingt, das Durcheinandergeschreie runter zu flüstern oder runter zu jodeln. Wunderbar zusammengestellt. Wirklich, soll ich nochmal? Was? Jodeln? Jodeln noch einmal zum Flüstern. Bitte, ein letztes Mal. Nö. Jetzt in den Applaus. Maybrit Illner, meine Damen und Herren, vielen Dank. Und das war die Heute-Show. Jetzt kommt Aspekte. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Das Kommando-Jodeln ist aber auch wirklich...